Eine erfolgreiche Wintersaison für die Seilbahnwirtschaft ist zu Ende gegangen. Die Interalpin, ein Highlight alle zwei Jahre. Und im Vorfeld, traditionell zum Saisonende, gibt es die Winter-Award-Verleihung des internationalen Ski-Area-Tests. Im Casino durfte ich 400 Gäste begrüßen. Der Sieg ging in der Gesamtwertung ex aequo an die Bergbahn in Kitzbühel und Hauser Kaibling. Die Reiter Alm punktete mit dem internationalen Pistengütesiegel bereits zum dritten Mal. Wir vergeben dieses Pistengütesiegel alle drei Jahre. Triple Gold ging in die Steiermark, natürlich auch über die Grenze hinaus in die Schweiz. Kettenalp punktet als bestes Familienskigebiet. Adelboden-Lenk, ein tolles Skigebiet. Auch hier goldenes Pistengütesiegel. Und nach Kitzbühel gingen an den Skiclub. Hiers Leitner wurde für sein Lebenswerk und auch Peter Oberlauer, der Rennchef, jahrzehntelang im Skiclub, nun Vizepräsident, wurde auch von Linda Stricker mit dem Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ich habe drei herrliche Tage jetzt in Innsbruck zu verbringen, beginnend mit deinem Event, weil ich glaube, dass es auch deswegen herrliche Tage sind, weil wir am Ende einer sehr erfolgreichen Wintersaison stehen und wir in wenigen Wochen wissen werden, ob es die beste oder die zweitbeste Wintersaison überhaupt ist. Das alles ist euch zu verdanken, dass wir in unserem Lande eine riesige Wertschöpfung in den Tälern, in den Dörfern unseres Landes haben, weil ihr mit eurer Arbeit und mit der Investitionskraft, die die Seilbahnwirtschaft gestaltet, 5,6 Milliarden oder 6 Milliarden, der doppelte Landeshaushalt dieses Bundeslandes Tirol, seit 2000 in Sicherheit, in Komfort, in Schneeanlagen, in Rettungen und so weiter. Und das alles haben wir zustande gebracht, damit das alles funktioniert. Und diese Investitionen waren gut angelegt. Und ich kann heute sagen, dass wir mit dieser Saison, und das wisst ihr eh alle besser, ganz gewaltig zufrieden sind.